Schönen guten Morgen. Es ist Punkt 8 Uhr. Alles ist gepackt und startklar für den nächsten Wandertag. Das war heute eine recht angenehme Nacht, obwohl es recht windig war. Ich habe ganz gut geschlafen, aber kein Wunder, die letzte Nacht hatte ich ja so wenig Schlaf. Ich hoffe, es reicht heute für den Tag, weil das wird heute sozusagen die Königsetappe. Gut 23 Kilometer, 800 Höhenmeter. Und von diesen 800 Höhenmetern stehen gleich 600 Höhenmeter auf einen Schlag an. Und zwar muss ich wieder hoch, zurück auf den Schliffkopf. Also den langen Weg, den ich gestern runter bin, muss ich heute wieder hoch. Ich hoffe, das überstehe ich gut. Aber dafür gibt es heute tatsächlich, nachdem es gestern doch keine Chance gab, die Möglichkeit, irgendwo mal einzukehren. Darauf freue ich mich, weil ich habe tatsächlich relativ wenig dabei zum Essen. Es reicht gerade so für Frühstück und was für den Abend und zwischendrin noch ein bisschen einen kleinen Snack, aber es ist nicht sehr viel. Ja, ich bin gespannt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wasser holen unterwegs. Gleich 150 Meter weiter den Berg ab gibt es einen Wasserlauf. Da werde ich noch so einen guten Liter holen, der mir jetzt erstmal reicht für den halben Tag, denke ich. Also der Name Erdbeerloch für dieses Camp wird dem Ganzen, finde ich, nicht ganz gerecht. Ein Loch ist es auf keinen Fall, sondern die drei Plattformen befinden sich dort oben auf diesem kleinen Hügel. Ziemlich versteckt und ziemlich wild, aber das habe ich ja euch schon gezeigt. Ein traumhaft schöner Ort, sehr gepflegt. Die Toilette dort unten, eine Hütte, die auch noch einlädt, wenn das Wetter mal schlecht ist, drin zu übernachten. Die scheint auch noch relativ neu zu sein. Feuerholz gibt es auch. Die Nachbarn, die heute Nacht hier die Nacht verbracht haben, gestern noch ein Feuer gemacht. Dafür gibt es diese Feuerschalen. Super. Und das hier im Nationalpark ist schon außergewöhnlich. Holzvorrat sieht man hier in Beil. Ja, super. Die Erdbeerloch. Ich bin ja jetzt nicht gerade prädestiniert, eine große Bergziege zu sein. Weder bin ich besonders ausdauernd, noch sportlich, noch leicht. Leicht schon gar nicht. Und so suche ich mir manche Hilfsmittel im Kopf, wie ich den Kopf in die Füße bekomme. Wenn ich daran denke, wie anstrengend es doch ist, wie weit ich noch habe, wie hoch ich noch muss, sondern und das habe ich mal irgendwo gelesen. Jetzt war ich kein besonders spiritueller Mensch oder gläubig oder esoterisch angehaucht, aber dem Begriff Kalipé, immer ruhigen Fußes. Und so versuche ich, jeden Schritt möglichst bewusst zu setzen und eigentlich, wie es sein sollte, mit den Füßen zu wandern und nicht mit dem Kopf, was in vielerlei Hinsicht ratsam ist. Fußes, Kalipé, immer ruhigen Fußes, Kalipé, immer ruhigen Fußes. ordentliche Schwarzwald. Doch ganz nett. Ein schöner Ort. Der Schliffkopf auf 1055 Meter. Also bis jetzt ein Wandertag wie aus dem Bilderbuch. Traumhaftes Wetter, sagenhaft schöne Pfade, schöne Aussichten. Was will man mehr? Schöner Pfad, der hier lang führt. Teilweise muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Abflug macht. stellenweise doch ziemlich steil seitlich. Jetzt müsste ich bald den Ruhestein erreicht haben und vielleicht bekomme ich da auch eine Tasse Kaffee oder irgendwas anderes. Hui, also damit habe ich jetzt ja nicht wirklich gerechnet. Die Darmstädter Hütte, wirklich urig. Der Kuchen war jetzt eher so mittelprächtig, aber naja. Da drüben sieht man die Skisprungschanze von heute Mittag am Ruhestein. Und dort unten die große Straße, das ist die Schwarzwald-Hochstraße. Zwischen den Bäumen übrigens sieht man die Hornisgrinde. Steht eigentlich auch noch auf dem Programm heute. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Im Moment habe ich ein bisschen Zweifel, ob ich mir das noch antun werde. Aber mal gucken. Zumindest scheint da auch der Teufel los zu sein. Das lässt auch nichts Gutes ahnen am Mummelsee. Ja, war zu erwarten, aber es ist ja noch ein bisschen, bis ich dort bin. Vielleicht ist dann auch schon weniger los. Ein schöner Pfad hier, immer mit Blick rüber zur Hornisgrinde. Da komme ich jetzt bald zum Seibelseckle. Da gibt es nochmal eine Einkehrmöglichkeit, die ich vielleicht auch nutzen werde, um dann auch nochmal zu überlegen, ob ich mir das wirklich antue und nochmal hochstiefel zur Hornisgrinde. Ich sagte, die vielen Autos, die da stehen, die schrecken mich eher ab und die Höhenmeter sowieso. Also mal gucken, was der Nachmittag noch so bringt. Der Weg führt mich hier übrigens wieder parallel zum Westweg, der, glaube ich, eigentlich dann in die andere Richtung läuft. Jetzt habe ich noch keine Trecker hier gesehen, aber die werden bestimmt noch kommen. Der ist schon wirklich auch gut genutzt, der Weg. Das ist die Skipiste Seibelseckle. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, mal vor 20 Jahren, 25 Jahren auch mal hier runter gefahren bin. Wie das hier so ist mit dem Skizirkus, so richtig Zukunft dürfte das nicht haben. Wenn man auch mal sieht, was noch notwendig ist, um das zu betreiben, künstlicher Beschneiung und so weiter. Mittlerweile bin ich da sehr gespalten, eigentlich nicht gespalten, sondern eigentlich sehr eindeutige Meinung habe ich zum Skifahren. Ganz ehrlich, das macht tierisch Spaß natürlich, aber wer wirklich naturfreund ist, dem kann das eigentlich keinen Spaß machen. Meine Meinung. Der Mummelsee. Ich war tatsächlich noch nie hier oben. Öfters mal vorbeigefahren, aber noch nie leibhaftig gesehen. Kommt jetzt nicht gerade überraschend, dass das hier oben ziemliche Touri-Hölle ist, aber glücklicherweise ist es ja schon relativ spät und nicht so viel los. Es hat tatsächlich auch ein bisschen angefangen zu regnen. Ich schätze aber, da kann eigentlich nicht viel kommen. So, der Mummelsee liegt hinter mir. Ja, ist schon ein netter Ort, aber wahnsinnig viel verpasst hätte ich jetzt auch nicht. Die Hornisgrinde lasse ich aus. Wirklich keine Lust mehr da hochzulatschen. Und es hat ja eben tatsächlich auch noch mal kurz gedonnert. Dann sehe ich jetzt mal lieber zu, dass ich so schnell wie möglich zum Camp komme. Muss noch Wasser tanken unterwegs. Und dann mal schaue, was der Abend noch so bringt. Ob noch andere Leute da sind. Ja. Gucken wir mal. Da bin ich tatsächlich heilfroh, dass ich jetzt nicht noch über die Hornisgrinde bin, sonst wäre ich jetzt wirklich hinüber. Ja. Oh yeah, that's the Black Frost. Black Frost is black. It's black, you know. It's super black. Yeah, it's black, Black Forest. Schwarzwald. Black Forest. Yeah. Langsam könnte ich ein Ziel gebrauchen. Es dauert nicht mehr lange. Irgendwann da unten müsste eine Hütte kommen. Und dann bin ich wahrscheinlich auch bald schon da. It's super black. Black Forest. Schwarzwald. Plattform 1, Plattform 2 und Plattform 3. Hier habe ich auch ein bisschen Himmel. Ich glaube, hier bleibe ich. So, das Nest steht. Tatsächlich sind die Plattformen ein bisschen kleiner als die anderen, aber passt gerade so. Ich muss halt ein bisschen aufpassen beim Aussteigen, dass ich nicht gleich vorne übersegel. Geht. So, ich sitze jetzt hier noch ein bisschen an der Hütte rum. Bisher ist sonst noch niemand gekommen. Mal schauen. Es ist sehr, sehr schön ruhig hier. Die Sonne ist schon langsam verschwunden. Ich werde mir noch was kochen und mal gucken, vielleicht ein bisschen was lesen und einfach ein bisschen nichts tun. Ach ja, und eine Kleinigkeit habe ich mir ja auch gegönnt, dort oben am Mummelsee. Da bin ich ja mal gespannt. Zur Belohnung kann man drück auch mal ein Wässerchen trinken. Ja, ein Fazit zum Wandertag heute. Es war schon deutlich touristischer, war stellenweise auch wesentlich mehr los als gestern oder vorgestern. Das war aber jetzt nicht so schlimm. Die Aussichten waren gigantisch heute und wunderschöne Wege. Auch ein bisschen ein paar breitere Forstwege, aber das ist, fand ich jetzt gar nicht so schlimm und stört mich jetzt auch insgesamt nicht so. Ist manchmal auch ganz angenehm. Der Anstieg heute Morgen, der war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Entweder, weil ich fitter bin, als ich angenommen habe, oder ja, weil ich gestern Abend vielleicht einfach schon so platt war, wie auch immer. Dass ich jetzt nicht bis hoch bin zur Hornisgrinde, ich glaube, das ist zu verschmerzen. Am Mummelsee war schon echt auch ganz schön was los. Der ist ganz nett, aber ich habe es mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, der Platz hier ist wunderschön. Also auch wieder sehr wild, mitten im Dschungel quasi. Es ist sonst keiner da. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich dachte eigentlich auch, es wäre ausgebucht. Das Wetter ist wunderbar. Kein Wind. Ich weiß nicht, ob das Mini-Gewitter die Leute abgeschreckt hat heute. Ja, jetzt bin ich gespannt auf die Nacht. Ich hoffe, ich kann gut schlafen, damit ich morgen fit bin. Morgen gibt es dann die 4. Etappe und dann abends habe ich tatsächlich ja ein Hotel gebucht. Oh, freue ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Ja, gute Nacht.